So, dann schauen wir mal. Unser nächster Auftrag ist hier. Scheint wohl in Hogwarts zu sein. Hier haben wir sogar Nebenmissionen jetzt frei. Begib dich zum Akio-Duell. Machen wir das doch. Und wir müssen dran denken, dass wir Ausweichrollen machen. Jeden Fall Ausweichrollen. Ach so, Akio, ist das hier? Ach, Scheiße. Was machst du denn hier draußen? Dich zu einem Akio-Duell herausfordern. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst. Außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Ah ja. Ein Akio-Duell ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Kräftemessen. Ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Also. Na gut. Ich bin dabei. Legen wir los. Super. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Akio. Übertrifft das mal. Akio. Das war ja unglaublich. Akio. Aus dem Handgelenk. Also es zählt eh nur das blaue Feld, egal wie weit man kommt. Die Runde lasse ich. Also wieder 50. Akio. Das spielt gar keine Rolle, wie weit wir das tragen. So. Blöder Stab. Wir haben ja jetzt schon gewonnen. Akio. Den kicken wir raus, den nehmen wir mit, die 150 übel. Punkte. Gut. Du hast mich besiegt. Muss man halt vorher wissen, ne? Dass es egal ist, wie weit. Hauptsache blaues Feld. Du hattest nur Glück. Komm schon, Leander. Jetzt sei doch nicht so. Also schön. Du bist gut. Zumindest besser als ich. Ich sage den anderen, dass du weiterspielen kannst. Den anderen? Ich habe 7-mal in Folge gegen Samantha Dale verloren. Die anderen Akio-Duellanten dachten, du wärst keine echte Herausforderung, wenn du mich nicht besiegen kannst. Leander, wie formuliere ich es am besten? Ich sag's einfach. Du bist nicht dafür geschaffen. Das hättest du auch netter sagen können. Aber vielleicht hast du recht. Ich sage den anderen, du bist gut genug für sie. Na dann. So. Zauberanweisung für Beschwörungen. Dann nehmen wir doch mit. Das nehmen wir doch gerne mit. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Revelio. Reparo. So, wir brauchen hier noch ein bisschen Licht. Lumos. Wo ist denn das? Das ist doch der große Saal hier. Das ist doch hier vorne. Sag mal. Revelio. Also. Was denn jetzt? Ah, hier vorne nicht auch irgendwo eine Seite? Ja, doch hier. Das
vorne? Was denn jetzt? Revelio. Das ist die auf jeden Fall. So, komm mal mit. Bringen wir dich mal kurz zum Gemälde hier. Revelio. Hallo, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Natürlich, Weasley. Du hast mich gerufen, Gareth? Ja. Nachdem du mir schon mit der Fupafeder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Wispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Du und deine Elixiere. Wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Wispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es einen Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest deinen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Natürlich. Man weiß nie, wann man einen guten Fluchtweg aus dem Schloss brauchen könnte. Toll, danke. Aber du solltest wissen, dass es nicht gerade schnell geht. Er ist vor allem geheim. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Descendium. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als erster mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amine mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Zügel lockert. Ich muss diese getrockneten Billywick-Stacheln für Gareth besorgen, damit er sein Gebräu fertigstellen kann. Was ist denn hier? Eine einäugige Hexenstatue wird vielleicht zu finden sein. Was ist hier? Das ist noch gar nicht offen, oder was hier? Revelio. So, wo ist der zweite Schalter? Ein Schalter haben wir hier. Wir haben 6, 4, 0, 1, 2, sind 6, also 0. Aber so eine Eule. Hier haben wir 6. Also fehlt noch 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ein Krabbi. Jetzt die Frage. Wo halt? Das scheint die richtige Statue zu sein. Was war das Passwort? Descendium war das Passwort, aber wir suchen eigentlich gerade erstmal hier den zweiten Dingsterbumster. Das ist hier unten? Sieht ja auch wie so ein Spiegel aus da unten. Warte mal, eine Null war das, ne? Nee. Was brauchten wir jetzt? 6, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Doch, Krabbi. Revelio. Die Frage ist jetzt... Wo... ist der Second Schalter dafür? Also. Das ist eigentlich viel zu weit. Revelio. Ein Krabbi. Ne, geht nicht.
Das ist zu weit, sage ich ja. Es muss in der Nähe sein. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Wo ist denn dieser Kack? Revelio. Da bin ich blind? Es muss ja runtergehen dann. Der Schalter muss hier irgendwo unten sein. Vielleicht hier irgendwo? Ich spüre, dass jemand, der Ihnen nahe steht, Ihre Hilfe braucht. Der Name... Hier. Ein Krabbi. Erstmal hier öffnen. Jetzt können wir zur Hexe. Descendium. Oh, wer hätte all das hier unten erwartet? Revelium. Ein Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Revelio. Accio. Levioso. Ich muss den Aufzug reparieren, um ihn benutzen zu können. Ach so, ja, ne? Reparo. Wäre ja zu einfach. Das scheint gewirkt zu haben. Nehmen wir trotzdem Unsichtbarkeitsding wieder hier rein. So. Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Haben wir noch mehr? Incendio. Ich sitze in der Falle. Wie komme ich hier raus? Accio. Wenn es mir gelingt, diese Plattform anzuheben, könnte es klappen. Levioso. Accio. Incendio.
Verstehe ich jetzt nicht. Ins Handy. Aber da ist ja nichts hinter, oder? Hm. Wahrscheinlich einfach nur ein Troll. Oder auch nicht. Das hier ist ein Troll. Ah, jetzt verstehe ich. Scheiße. Aber wir können auch so hochklettern, ja gut. Revelio. Ich muss irgendwie daran vorbeikommen. Unten gibt es auf jeden Fall ein paar Truhen und so. Nehmen wir die hier mal mit. Das Fische? Jo, das sind Fische. Levioso. Akio. Reparo. Levioso. Accio. Incendio. Reparo. Levioso. Das hat geklappt. Aber man kann auch einfach hier lang, oder was? Oder auch nicht. Revelio. Nee. Hier muss der Ausgang sein. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Scheiße. So. Incendio. Das ist jetzt so schwer. Weiß ich jetzt nicht, also. Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Der Honigtopf. So. Auf zum Honigtopf. Auf geht's nach Hogsmeade. So, sollen wir... Natürlich. Dürfen wir uns hier zeigen oder müssen wir unsichtbar bleiben? Der Honigtopf. Ich rieche Schokolade. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Wo finde ich die getrockneten Billywig-Stacheln für Garrus? Gut. Ich habe die Billywig-Stacheln. Jetzt zurück zu Garrus. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sein neues Rezept wohl wird. Revelio.
Revelio. Ein bisschen Kuchen naschen. So. Revelio. Neue Instrumente sind teuer. Bromlet gone. Incendio. Accio. Revelio. Wie irgendwas hier übersehen noch. Hier haben wir auch noch eine Truhe. Mann, nur blöde Sau. Alles Fake-Truhen hier. Komm mal her, du Büchlein. So. Revelio. Haben wir sonst noch irgendwas offen? Accio. Das Buch gehört mir. Revelio. Sonst machen wir gleich Schnellreise. Ah, hier liegt noch ein Spiegel. Dafür brauchen wir Licht. Lumos. Lumos. Revelio. Accio. Incendio. Warum geht das nicht auf? Revelio. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Accio. Revelio. Was ist das hier? Ach so, Messerschärfer. Hier sonst noch irgendwo was? Nee, ne? Revelio. Gut, wenn wir schnell Reise machen. Einmal Schnellreise bitte. Kommt sofort. Zack. Wieder mal auf Abenteuertour? Accio. Revelio.
Revelio. Hallo nochmal. Warst du schon beim Honigtopf? Hallo Gareth. Ich habe die Billywick-Stacheln. Du hast sie. Die Billywick-Stacheln. So, Truhe haben wir. Jetzt geben wir das noch ab. Komm, gerne geben doch. Wir ihm einfach so. Hier hast du sie. Genial. Kannst kaum erwarten. Denn Danke er wird mal. Uns den Trank auch so geben. Und er hat uns. Ja. Oder hat er uns verraten? Beim Tränkemacher, dass wir ihm die Feder gegeben haben? Ich glaube nicht. Das hat er ja so herausgefunden. Eine interessante Schulstunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schaff war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Professor Schaff war verärgert. Aber es ist alles in Ordnung. Das ist es bestimmt. Er hat sicher gelacht, als wir weg waren. Sharp mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Werter Slytherin, Scrope weiß von dem alten Buch, das Sie für Professor Fig gefunden haben. Scrope kann Ihnen helfen und Sie helfen Scrope. Gehen Sie am Pendel vorbei in den Hof. Keine Sorge, Sie können es nicht verfehlen. Aber sagen Sie niemandem etwas. Vor allem nicht Professor Black. Ah. Scrope. Who the fuck is Scrope? Haben wir Nebenmissionen noch? Nö. Na dann. Müssen wir in die Richtung. Irgendein Pendel. Ich hab da jetzt nichts gesehen. Ich hab da nichts gesehen. Akio. So viel zum Thema neben dem Pendel. Nichts gesehen, ne? Ist sogar ein Spiegel drin. Lässt der uns hier rein? Lumos. Akio. Incendio. Levioso. Nee. Revelio. Ja, keine Ahnung. Hier kommen wir auch nicht rein. Jo. Lumos. Nö, das bringt uns auch nichts. Ja gut. Revelio. Hier sonst noch irgendwas? War hier was? Ja, da war was. Ansonsten würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge die Hauptstory weitermachen. Dann vielen Dank fürs Reinschauen und bis zur nächsten Folge.
rap ting, det mit liv at skrive. Jeg er afhængig som en alkoholiker, der bliver stiv. Så hvis jeg ikke kommer i boksen, får jeg abstinenser. Jeg har ikke tid til skolen, min klasse glemmer.